Hallo Leute, hier ist euer Erogan LP mit einem neuen Video zu Trunks Online. Und zwar geht es heute um die 5 besten Farmplätze von Level 30 bis 45 in DSO. Und auf Level 45 Farmplätze werde ich jetzt nicht so eingehen, aber da es halt auch um Farmplätze geht, die man auch mit Level 45 immer noch, wo man mit Level 45 immer noch hingehen kann, habe ich jetzt einfach mal so mit eingebracht. 30 bis 45 so ungefähr. Und zwar geht es darum, an welchen Plätzen man halt am besten Glyphen, Items, Pipapo, wie auch Andermann jetzt nicht so sehr, aber wie gesagt hauptsächlich so Glyphen, Items, Sphärenscherben und solches Zeugs halt, wo man gut farmen kann, wie gesagt. Dann fangen wir auch gleich mal an und ja, bis gleich. Platz 5, ewige Wacht. Gut, dann fangen wir auch direkt mit der ewigen Wacht an. Hier auf der Karte seht ihr direkt, wo genau sie eingezeichnet ist, und zwar in den Nordlande, in der Nähe von Hjalgrimur, dort wo Sigrisma haust, unser guter Frostichen. Auf jeden Fall, ich finde die Map besonders gut, weil diese Viecher da sind. Das sind sowas wie Mini-Bosse, und zwar sind die da oben, immer da oben, oben in der Mitte der Map, da an der Ecke. Und ja, die droppen schon immer ganz nette Sachen. Also da kommen schon gerne mal hier Schlachtessenzen, blaue Items, grüne Items in Übermenge, keine Ahnung, irgendwelche Steine oder was weiß ich was zusammen. Also da kann wirklich alles kommen, und wenn man in dem Level ist, Level 35 oder so, dann lohnt es sich auf jeden Fall, würde ich schon mal sagen. Und dann gibt es auch direkt hier auch noch den Bluttatze, die unseren lieben Freund, unser lieber Freund. Ja, ihr kennt ihn bestimmt alle. Und dann kann man auch gleich noch zusammen dann auch noch Sigrisma umlegen zum krönenden Abschluss. Und deshalb finde ich die Map besonders gut. Dann geht's direkt mal weiter. Platz 4, Atlantis über den Wassern. Ein weiterer netter Platz ist natürlich Atlantis über den Wassern, nicht zu verachten. Das ist diese schöne Harfe da, die angezeigt wird. Und ja, da die Map ist wirklich nicht schlecht, ne? Die. Zu der Map würde eher Abgrund der Zeit passen, weil wenn man da mal wirklich die ganze Map öfters durchfahren will und ganz durchclearen will, dann kann es schon sein, dass es der ein oder andere Abgrund der Zeit ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Der war richtig schlecht, aber okay. Auf jeden Fall gibt's ja echt allermögliches an Ungeziefer und Schlangenviecher und komische Voodoo-Viecher und Krebse und ja, alles mögliche. Da droppt auf jeden Fall auf der Map gut Andermant. Dann würde ich auch sagen, Schlachtessenzen sind auch nicht schlecht. Am besten droppen da, finde ich, Fährenscherben sehr gut. Und quasi alles, was man halt braucht. Dann gibt es auch hier den dicken Edward. Den kann man auch hin wieder mal mitnehmen, wenn man will. Ist jetzt nicht empfehlenswert, aber was laber ich, empfehlenswert. Einfach die ganze Map clearen, dann passt schon. Und da gibt es auch den einen oder anderen Mini-Boss zum Mitnehmen. Und zum Schluss gibt es auf jeden Fall auch noch die liebe, liebe Medusa. Ja, wir lieben dich alle. Die auch das ein oder andere Legi droppen könnt, wie ihr auch hier im Video erkennen könnt. Platz 3, Tempelbezirk. Ha ja, liebe Tempelbezirk. Der Tempelbezirk ist zwischen Gorga und Herz von Atlantis. Und ich mag die Map wirklich, finde ich, ist einer meiner Favoriten auf jeden Fall. Und zwar hat es einen ganz besonderen Grund. Und zwar erstens, da droppen wirklich sehr gut auch Fährenscherben erstens. Und ich habe auch schon dort einige Massen an Fährenscherben zusammenbekommen. Das andere ist, dass es da auch viele gute Quests gibt, die man machen kann. Hat jetzt nicht wirklich mit dem Thema zu tun, aber wollte ich nur mal so anmerken. Und auf jeden Fall ist die Map auch richtig nice, weil es so viele Bosse gibt.
Also es gibt da zum einen Teil diese Gorgonen Fevler, wie auch immer die heißen da, die sind da bei der Map links und rechts an den Kanten, also ihr versteht, was ich meine mit Kanten, also mit an den Kanten und Ecken halt. Und dann gibt es da oben auch in der La Wasser oder ich weiß nicht in welchen Ebenen, auf jeden Fall oben gibt es da auch viele Bosse und die alle wirklich, ihr seht es auch gerade selber im Video, die alle droppen richtig gut, also die Gorgon Fevler und die Bosse, die droppen richtig schön mindestens im also mindestens weiß auf jeden Fall, ist jetzt keine Ermutigung, aber auf jeden Fall weiß. Und aber meistens ist es was Grünes, manchmal auch was Blaues und hin und wieder auch mal was Lilanes. Aber in dem Run habe ich ja auch habe ich auch ein Legi gefunden, hat mich auch richtig gefreut, so Schuhe. Und wie gesagt, da ist es richtig gut mit den Fernscherben und mit den Items eben. Dann sehen wir uns auch gleich wieder. Platz 2, die Hallen des Todes. Gut, dann kommen wir auch direkt zum nächsten, und zwar den Hallen des Todes. Wieder auf der Map an der Kante angemerkt. Ja, die Hallen des Todes. Leider seht ihr ja hier, ich kann euch nicht wirklich viel zeigen, weil ich da noch nicht hin kann. Und zwar bin ich gerade bei der 4 von 8 Quest, und zwar mit diesen Malen sammeln. Ich werde mir aber Mühe geben, da auf jeden Fall reinzukommen. Auf jeden Fall weiß ich von meinen Freunden, dass die Map echt extrem gut ist, und ich weiß, hab's auch bei vielen Videos gesehen, dass die Map richtig gut ist. Und ja, die Map ist auch von 30 bis 45, und ja, ich sag nur, ja, das ist gut, und zwar hat den folgenden Grund. So, und zwar gibt es da immer diese Inquisitoren, die man umbringen muss für die eine Quest, um so eine Münze für Mordes zu bekommen. Und die Inquisitoren geben immer so ein blaues, ein grünes und ein lilanes. Und ja, also für Glyphenfarmen oder für Gold ist es gut. Fairen Scherben weiß ich leider nicht, aber auf jeden Fall Level 30 bis 45, Hallen des Todes. Viel Spaß, sage ich da nur. Viel Spaß. Und Platz 1, wie könnte es anders sein? Die Zwischenwelten. Und auf Platz Nummer 1 ist natürlich, ist doch logisch, die Zwischenwelten. Seht ihr auch klar auf der Map hier. Leider habe ich jetzt die Zwischenweltenkarte nicht da per Hand, aber da gibt es ja, wie gesagt, 5 verschiedene Zwischenwelten. Und wie ihr auch hier im Video seht, ihr solltet wirklich, wenn ihr keine gute Ausrüstung habt oder Noob seid, wie ich zum Beispiel, dann, ja, ich empfehle euch wirklich die Zwischenwelten, wenn ihr nicht mindestens irgendwie, keine Ahnung was, also entweder ihr müsst Skill oder Damage haben, und ich habe keins von beiden. Also wie gesagt, ich empfehle es euch immer zu zweit oder in der ganzen Gruppe da immer hinzugehen, weil sonst kann es schon ein bisschen anstrengend werden, ne? Und hier seht ihr auch gerade, wie ich verrecke. Auf jeden Fall, ja, die Zwischenwelten, absoluter Klassiker. Immer wieder schön dort zu farmen, und das ist, glaube ich, wirklich einer der bekanntesten und besten Farmstellen nach meiner Meinung nach. Auch 30 bis 45 wie die Hallen des Todes. Ist wirklich das Beste. Da gibt es so gut Andermann, so gut Fernscherben, Items, da ist alles, was man als Farmer braucht, ehrlich. Also, wie gesagt, Zwischenwelten, ne? Lohnt sich auf jeden Fall, und erst recht, wenn ihr auch noch Premium habt, was ich leider nicht besitze, dann die Würfel, die ihr auch noch bekommt, dann bei dem Endboss hier zum Beispiel Ragana könnt ihr dann auch so Würfel bekommen. Und bei dem Boss hier habe ich ja auch bei dem Run hier gleich, seht ihr es am Ende, auch noch so ein Legi bekommen. Und ja, war auf jeden Fall nett. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und euch vielleicht den einen oder anderen Farmplatz beschert. Einen neuen hoffentlich. Ja, und mir hat es gefallen, das Video zu machen. Und ihr seht auch gerade im Hintergrund wahrscheinlich jetzt noch die Items, die zwei legendären Items, die ich bekommen habe, wie ich die aufmache. Naja, das Quarzkristallteil war nicht so das Beste. Aber die Kette, die war eigentlich nicht schlecht, aber ich musste überlegen, weil ich habe auch noch den 10% Z-Bonus, aber darum geht es jetzt sowieso nicht. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, wie gesagt. Und ihr könnt ja ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.